Hochzeiten mit Hunderten von Gästen, Partys im Park, überfüllte Kneipen, Maskenmuffel auf dem Vormarsch, die Lage in Deutschland spitzt sich weiter zu. Über 4000 Neuinfektionen, die Werte sind so hoch wie zuletzt im April. Jetzt werden die Maßnahmen wieder verschärft. Sperrstunde in Großstädten, Alkoholverkaufsverbote, private Feiern in Berlin nur noch mit maximal 10 Gästen. Einige Bundesländer haben sogar Beherbergungsverbote für Gäste aus innerdeutschen Hotspots verhängt. Gerade jetzt zum Beginn der Herbstferien. Das Unverständnis in der Bevölkerung wächst. Ist die Geduld der Menschen langsam am Ende? So, und wenn ich jetzt dein Puls messen würde, dann würden wir beide schnurstracks durch die Decke fliegen. Glaube ich, du sitzt schon hier und guckst dir den Beutel und schüttelst den Kopf. Ich werde aggressiv. Wieso denn? Was ist denn los? Erklär mal. Also ich finde, dass die Corona-Maßnahmen langsam ein Level erreicht haben, was auch einfach nicht mehr in Ordnung ist, weil ich finde, dass immer noch wir Menschen sind ja Menschen, die denken können. Wir sind ja keine Roboter, die, ja, wie sagen wir es, positioniert werden müssen. Und ich finde, jetzt ein Beherbergungsverbot zu machen, man muss sich die Regelung mal kurz überlegen. Ich arbeite in Berlin, in einem der sogenannten Risikogebiete. In meinem Pass, weil ich mich aber derzeit noch nicht umgemeldet habe, was ich jetzt machen muss, steht aber noch Düsseldorf. Das heißt, laut meinem Reisepass könnte ich ja jetzt reisen, obwohl ich dort arbeite. Wo verbringt man denn meistens mehr Zeit? Wo man arbeitet oder wo man lebt? Und das ist ja selbst innerhalb von den Städten so. Und ich finde auch dieses Alkoholverbot jetzt. Und ich finde die ganzen Maßnahmen, irgendwann muss man doch mal anfangen, darüber nachzudenken, wo geht diese Reise eigentlich hin? Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir irgendwann nicht darüber reden werden, dass Corona die schlimmste Pandemie war, sondern dass vor allem die politischen Entscheidungen zu einer riesigen Wirtschaftskrise geführt haben. Aber meinst du nicht, dass es einen Grund gibt für das Ganze? Also im Endeffekt ist es ja auch so, wenn wir es nicht so gemacht hätten, ja, und vielleicht alles einfach nach dem Motto gelebt hätten, hang loose, dann hätten wir jetzt vielleicht ganz andere Zahlen. Ich glaube nicht, dass man im Negativen andere Zahlen. Absolut. Ja. Ich glaube auch nicht, dass man nach dem Motto leben soll, hey, es gibt kein Corona. Ich bin ja keine Verschwörungstheoretikerin. Aber ich glaube, dass man den Menschen mehr Eigenverantwortung überlassen sollte. Wirklich? Nach den Bildern von der Hochzeit, die wir gerade gesehen haben? Nach den Bildern von der Hochzeit, die wir gerade gesehen haben, ja, dann haben die eine Fehlentscheidung getroffen, so groß zu feiern. Und das kann man auch gerne von mir aus verbieten, Großveranstaltungen, da bin ich auch dafür. Aber man muss doch mal überlegen, was passiert ist in Deutschland durch die Corona-Maßnahmen. Wir haben ein Maß an Denunziantentum in Deutschland erreicht. Ich meine mit den Masken, ja. Es ist ja eigentlich, die Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte gesagt, Maske tragen, wenn der Abstand nicht gewährleistet ist, ja. Finde ich gut, sehe ich auch so. Aber es ist ja jetzt so passiert, dass einfach alle gesagt haben, okay, immer Maske tragen im ICE, immer Maske tragen im Flugzeug, überall. Ich war letztens an einem menschenleeren Flughafen, weil es morgens um 7 war, es landen ja nicht mehr viele Flugzeuge in Hamburg. Dann bin ich also ohne Maske durch diese menschenleere Halle gegangen. Dann lief mir die Polizei von oben, von irgendwo oben haben sie mich gesehen, runter und gesagt, bitte ziehen Sie Ihre Maske an. Dann habe ich angefangen mit ihnen zu diskutieren, dass ja kein einziger Mensch um mich rum war. Und dann war, Regeln sind Regeln. Und mein Problem an den Corona-Maßnahmen derzeit, und ich glaube, das wird jetzt immer, immer schlimmer mit diesem, dass Menschen zu einem sagen, Regeln sind Regeln und immer unverhältnismäßiger, ist, dass viele Menschen anfangen, ihren eigenen Verstand auszuschalten. Und das finde ich ganz, ganz schlimm. Ja, aber wie viel eigener Verstand da jemals war? Und ich finde, das beweisen genau diese Bilder. Also, genau. Wenn wir Hochzeiten sehen, wenn wir Partys sehen, Menschen, die jetzt gerade auf Teufel komm raus sich das Ja-Wort geben wollen, die geben sich auch das Ja-Wort dazu, dass ihre Gäste potenziell sterben könnten. Ich finde es unfassbar egoistisch. Und das steht eben oft dem freien Willen auch gegenüber. Egoistisch. Aber da muss man sich die Zahlen mal angucken. Also derzeit prozentual die Chance an Corona zu sterben liegt bei, ich glaube, 0,0004. So, also es ist jetzt nicht so, also es ist eher, dass du morgen beim Autounfall stirbst, als dass du an Corona stirbst. Das ist einfach Fakt. Aber wenn man sich die Zahlen vergegenwärtigt, dann ist es ja so, dass es in den letzten 7 Tagen zu über 16.000 Neuinfektionen kam. Und allein die gestrige Zahl von gestern von 4.000 ist ja nichts, was sozusagen ausgedacht worden ist, sondern das sozusagen, finde ich ja auch, setzt einen gesunden Menschenverstand voraus, dass wir uns da natürlich auch in der Vorsorgemaßnahmeanwendung befinden. Und die Tatsache, dass diese weltweite Pandemie, von der wir ja alle gleichermaßen betroffen sind, dass die in Deutschland sozusagen nicht so wirksam war wie in vielen anderen Ländern, hat ja auch was mit den Maßnahmen zu tun. Und da, finde ich, waren sehr wenige Verbote im Raum. Es ging um eine Charakterfestigkeit, die hat Jens Spahn heute ja auch in der PK vernünftig angesprochen. Auch zurückgezogen, und er hat gesagt, jeder muss zurückziehen und jeder muss sich verbessern, dann ist es Trial and Error. Genauso wenig wie wir die Pandemie kennen, kennst du sie. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich so ein bisschen schockiert bin davon, das sozusagen so zu verallgemeinern. Ja. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass es Maßnahmen gibt, denn ich kenne auch Menschen, die von Corona betroffen sind. Ich weiß, wie viel Kraft dieses Virus hat. Und 10.000 Menschen sind gestorben. Das ist sozusagen im Verhältnis zu Amerika
ein geringer Prozentsatz. Da sind 200.000 gestorben bei 330 Millionen US-Bürgern, sage ich mal. Mhm. Wir sind gerade mal 83 Millionen. Das heißt, es muss ja auch Maßnahmen gegeben haben, die dazu beigetragen haben. Ja. Und da bringt es nichts, glaube ich, zu korrelieren mit Zahlen und dann zu sagen, gut, es sind aber nicht genug gestorben oder es müssten mehr sterben, damit diese Maßnahmen griffen. Da kommen wir in den Sozialdarwinismus. Aber da kommen wir in den Sozialdarwinismus. Das ist ja Survival of the Fittest. Nein, das ist immer das Totschlagargument dafür, dass ich sage, ich finde nicht alle Maßnahmen gerecht. Dann komm, du willst, dass Menschen sterben, Nena. Nein, du liebst Menschen nicht. Du willst, dass meine Oma sterben. Nein, es ist ja legitim. Nur ich finde, da muss man auch Widerspruch aushalten. Ich will weg von diesem Try and Error. Ich finde, es ist ganz schwierig. Zu jeder Maßnahme sagen wir, ist schon okay, was die Regierung macht. Und wenn dann nach 3 Monaten gesagt wird, die Maßnahme war jetzt doch nicht notwendig, das Virus ist nicht erforscht, war ein Fehler. Aber das stimmt doch gar nicht. Wir leben doch nicht in Nordkorea. Wir sind doch nicht in einem Unrechtsstaat. Wir leben doch in der Demokratie. Also auch immer zu behaupten, wir hätten auferlegte Maulkörbe. Also das entspricht nicht der Wahrheit. Im Gegenteil, wir können ja hier alles loswerden. Ja. Wir haben sogar teilweise Menschen, die auf die Straßen gehen mit Holocaustleugnern, mit Verfassungsfeinden und sagen, es gibt kein Corona, das ist eine Erfindung. Wir können ja sogar behaupten, dass Bill Gates diese Krankheit erfunden hat und müssen das stehen lassen. Ja. Also das stimmt doch gar nicht. Genau, wir haben halt derzeit, finde ich, 2 Lager in Deutschland. Ja, also diese Verschwörungstheoretiker, dazu gehöre ich übrigens definitiv nicht. Es gibt Corona, wir haben ein Problem. Du brauchst keinen Aluhut in der Sendung. Wir müssen Maßnahmen treffen, das sehe ich auch so. Und dann gibt es die, und was mich eigentlich am meisten ankotzt derzeit in Deutschland, ist die moralische Überheblichkeit. Mhm. Und diese moralische Überheblichkeit der Menschen mit ihrem Hashtag wir bleiben zu Hause. Ich trage gerne Maske. Sehe ich 3 Wochen später die gleiche Person auf einer Hochzeit, wo sie sich nicht um Abstand schert, aber öffentlich sagt, wie gerne sie Maske trägt. Und diese moralische Überheblichkeit derzeit, dass man Menschen nicht mehr ernst nimmt, die ein Problem mit den Maßnahmen haben. Aber hat diese moralische Überheblichkeit, die du ansprichst, hat das vielleicht nicht sogar uns vor einer noch größeren Katastrophe gewahrt die letzten Monate? Was meinst du dazu? Also ich finde ehrlich gesagt, mit Blick auf die Zahlen, man spricht ja immer von den Neuinfektionen, wie gerade 4.000, Ehrlicherweise, bevor die Regierung mir noch mehr Maßnahmen gibt, hätte ich gerne mal Zahlen, an die ich mich auch wirklich halten kann. Weil im Moment, das ist eigentlich mein Problem. Welche Zahlen brauchst du denn, an die du dich halten kannst? Das erkläre ich jetzt. Mein Problem an der ganzen Corona-Diskussion oder auch an den Maßnahmen ist eigentlich, wir sprechen ja immer nur von Infektionen. Aber eigentlich müsste man mal den Wert sehen, wer an Corona dann auch wirklich erkrankt ist oder auch daran gestorben ist. Aber das Problem ist, man müsste eigentlich das mal statistisch auch noch krasser aufbereiten. Weil natürlich, wenn man schreibt, 4.000 Neuinfektionen, dann denken alle am Tag, okay, das ist jetzt mega krass. Mhm. Aber es gibt auch wirklich auch sehr, sehr leichte Verläufe. Mhm. Und wir haben auch, ich will nicht sagen, dass Corona genauso ist wie eine Grippe, aber wir leben auch jedes Jahr mit der Grippewelle. Mhm. Und ich finde halt einfach, wenn wir diese Maßnahmen alle treffen, dann hätte ich gerne mal aufgedröseltere Zahlen. Aber ich hätte auch gerne ganz viel, aber wir sind halt nicht bei Wünsch dir was, weil das ist ja Zukunftsmusik. Ich meine, Fakt ist, dass wir uns in einer weltweiten Pandemie befinden, dass wir dafür sorgen müssen, dieses Infektionsrisiko einzudämmen, dass die Maßnahmen jetzt eine Reaktion sind auf ein erhöhtes Infektionsrisiko und dass beispielsweise auch sozusagen die Reaktion unsererseits gegen ein Schneeballsystem dafür zu sorgen, dass diese Bälle, die jetzt in die Luft geschossen werden, sozusagen vom Markt genommen werden, indem wir uns alle ein bisschen an die eigene Nase fassen. Aber indem wir uns vielleicht jeden Tag, dass Menschen jetzt auch aufgrund also das entscheiden wir doch nicht jeden Tag. Also das ist doch wirklich, ich finde, die Verhältnismäßigkeit ist gegeben. Ja, und ich finde, dass es eine zumutbare Zumutung ist. Und ich sage mal, es kommt immer darauf an, wer dazu was sagt und wer darüber redet. Ja. Hier sitzen 4 gesunde Frauen, zumindest denken wir das oder gehen davon aus. Ja. Aber der andere Punkt ist, dass Menschen, die von Corona betroffen sind, die vorher auch ganz große Töne gespuckt haben, und ich kenne einige davon, die sind wirklich verstummt. Und die sind zum Beispiel so weit, dass sie sagen, mir gehen die Maßnahmen nicht weit genug. Also die Frage ist ja, wer fordert was? Und dieser Virus ist sehr, sehr stark und es ist... Das sind immer die Argumente, immer. Und dann sage ich, klar, kann ich alles nachvollziehen, aber zum Beispiel, es war letztens ein sehr spannendes Interview im Handelsblatt mit dem Entwicklungsminister, der gesagt hat, aufgrund des Lockdowns sterben jetzt mehr Menschen, als die überhaupt an Corona sterben werden. Da ging es halt um Afrika und die Entwicklungsländer, So, jetzt kann man natürlich sagen, Vor einem Virus kann man nicht fliehen. Nein, wir sind ja nicht wichtiger. Nee, die sterben jetzt nicht aufgrund des Viruses, die sterben nicht aufgrund von, Von Hunger, Durst und so weiter. Und so weiter wir. Genau. Hören wir mal die Diskussion wieder hierher. Genau. Ja, gut. Also, was ich sagen will, ist eigentlich zu den Maßnahmen, ich finde, dass man Maßnahmen hinterfragen muss. Und man machst du ja. Jede einzelne hinterfragen. Und ich finde aber, vor allem sollte man auch Menschen ernst nehmen, für die es nicht einfach ist. Kennst du jemanden, der an Corona erkrankt ist? Ja. Und wie verlief das da für den Menschen? Wenn du mit diesen Menschen diskutierst? Ja,
Er sieht das genauso wie ich. 1:1 hat er auch meine Meinung. Und einer hatte einen sehr starken Verlauf, hat trotzdem meine Meinung. Ein anderer hatte einen eher leichteren Verlauf. Für beide war es, haben sie gesagt, wie eine Grippeerkrankung. Mhm. Bei dem einen war es dann halt ein bisschen länger. Aber ich glaube, wir zeigen ja immer diese... Ich finde halt, das ist heutzutage schon fast, es ist ja fast normal geworden, dass man sagt, ich finde es völlig okay, eine Maske zu tragen. Das sehe ich aber anders. Es ist keine Normalität, dass wir mit einer Maske rumrennen müssen. Und es darf auch nicht zur Normalität werden. Nee, darf ich da mal kurz einhaken, weil das ist ja immer eine Diskussion, die immer wieder kommt. Ja. Es ist eine Freiheitsberaubung, ist diese Maske zu tragen. Können wir mal ganz kurz darüber reden, was eine Freiheitsberaubung ist? Wenn wir mal in andere Länder schauen, was eine Freiheitsberaubung ist, die lachen sich kaputt, wenn wir ernsthaft hier in Deutschland darüber diskutieren, dass ein Stückchen Stoff im Gesicht von uns als Freiheitsberaubung gilt. Das finde ich ein Luxusproblem. Das finde ich ein Luxusproblem, wirklich. Ja, also gerade genau, im Hinblick darauf, also wir haben es gerade angesprochen, was heißt eigentlich Unfreiheit? Da denke ich an die Frauen im Iran, die für ihre Selbstbestimmung, wenn sie auf die Straße gehen, ins Gefängnis müssen. Ich denke an die Männer, die gehängt werden, weil sie von ihrer Meinungsfreiheit Gebrauch machen und du sitzt hier und sagst, dass eine Maske wirklich Freiheitsentzug ist. Für mich ist eine Maske Freiheitsberaubung, aber vor allem ist es aber für mich so. Aber das schützt dich doch auch. Ich verstehe das gar nicht. Und vor allem die anderen. Also das habe ich ja eben probiert zu erklären. Es ist nicht so, ja. Zum Beispiel letztens habe ich mir sogar, da saß eine ältere Frau neben mir im Flieger, habe ich gesehen, als ich reinkam, dann bin ich nach vorne gegangen, weil ich hatte ein Tuch, habe gesagt, können Sie mir bitte eine Maske geben, da sitzt eine ältere Frau neben mir. Natürlich habe ich die Maske angezogen. Eigener Menschenverstand. Ich bin reingegangen, habe entschieden, da sitzt eine ältere Frau, ich brauche was Dickeres, um sie zu schützen. Natürlich, wer würde das denn nicht tun? Aber wenn ich bei Kamps zum Beispiel reinkomme, letztens in Düsseldorf passiert, vor 2 Wochen mit meiner Freundin. Die Verkäuferin steht da, es ist diese Schutzwand da, ich stehe ihr gegenüber, das waren mindestens 1,50, wenn nicht sogar 3 Meter. Und sie sagt zu mir, kein einziger Mensch im Laden, bitte ziehen Sie Ihre Maske auf. Dann sage ich, aber hier ist gerade keiner im Laden und wir haben den Abstand. Unsere Bundeskanzlerin hat gesagt, Maske tragen, wenn Abstand nicht gewährleistet ist. Das ist eine Vorgabe von Kamps. Dann habe ich mein Tuch genommen, weil ich hatte jetzt keine Maske zu Hause, habe das Tuch umgemacht. Das würde auch nicht gehen, es wäre nur erlaubt mit einer Maske. Dann bin ich rausgegangen und dann habe ich zu der Frau gesagt, das ist auch mal der Menschenverstand. Und Regeln sind Regeln. Ich finde, wenn wir aufhören, unseren Menschenverstand zu benutzen, auch um auf Leute anzusprechen, ich meine, wenn kein einziger im Zugabteil im ICE sitzt, warum soll ich aber du kannst auch Menschen, die diese Maßnahmen befürworten, nicht den Menschenverstand absprechen. Das ist doch, finde ich, so der Denkfehler. Nein, da ist doch kein Denkfehler drin. Wenn man gerade gar nicht infiziert werden kann, warum sollte die Person 400 Stunden aber woher willst du denn das wissen? Also, wenn keiner neben mir sitzt im ganzen ICE, aber wie soll ich jemanden anstecken? Ja gut, aber die Frage ist warum du da sozusagen dann auch so intolerant darauf reagierst. Weil wenn diese Frau beispielsweise diese Regeln hat, auch über ihren Arbeitgeber, also tut das weh? Also dann ich finde einfach, dass der Menschenverstand bei jeder Person entscheiden sollte. Ja, aber es kann nicht jeder so wie du. Es kann auch nicht jeder so wie du. Das ist ja, du bist selbstbestimmt. Sie gibt es ja auch nur weiter, eigene Entscheidung treffen. Aber es gibt ja Leute, die sind auch abhängig. Die sind Abhängigkeitsverhältnissen. Ja. Dann haben wir noch das Verhältnis Deutschland und andere Länder im Verhältnis. Aber man muss doch hinterfragen, ist es gerade sinnvoll, warum das sollte diese Person mit einer Maske rumlaufen, wenn sie gar keinen anstecken kann? Ich möchte einmal Nena beispielen, obwohl ich mich tatsächlich in vielen Dingen in Düsen wiederfinde. Ja. Aber in einer Sache möchte ich dir beispringen. Ich finde schon, und das müssen wir schon sehen, dass die Corona-Regeln derzeit absurde Blüten tragen. Ja, es ist wirklich haben wir ja schon und ich bin besprochen. Übervorsichtig und lieber Vorsicht als Nachsicht. Aber ich muss sagen, ich verliere den Überblick, wo ich überhaupt hinreisen darf. Also mein Arbeitgeber liegt im Risikogebiet, mein privater Ort nicht, das hast du geschildert. Ja. Und ich glaube, dass diese Uneinheitlichkeit, die wir hier in Deutschland gerade haben, zu einer Verunsicherung beiträgt, die es auch im Übrigen schwieriger machen wird, diese Eigenverantwortung wirklich sinnvoll umzusetzen. Ja. Denn ehrlich gesagt, da hast du dir natürlich auch ein bisschen widersprochen, wenn du sagst, die Masken, Menschen, die dann schreiben, stay at home, stay at home, und dann sehe ich sie nächste Woche auf einer Hochzeit. Genau das war das Paradebeispiel, was eben auch mit Eigenverantwortung kurz schief ging. Da habe ich mich nicht widersprochen, sondern da habe ich einfach nur gezeigt, die sind ja auf die Hochzeit gegangen, das war ja auch erlaubt. Nein, aber da siehst du, dass natürlich nicht jeder eigenverantwortlich handelt. Und dass das natürlich auch widerspricht ihr ganz kurz, widerspricht ihr euch jetzt nicht selber? Weil jetzt geht's ja mal ganz kurz. Weil wenn wir jetzt sagen, gleiche Maßnahmen für alle, egal wie hoch das Risiko ist, dann ist das ja genau das Gegenteil von gesundem Menschenverstand. Ich will ein Beispiel nennen. Ja. Weil natürlich das Infektionsrisiko unterschiedlich ausgeprägt ist. Also auch in den Fallzahlen beispielsweise. Und in Mecklenburg-Vorpommern sind sozusagen andere Regeln notwendig als beispielsweise in Berlin. Du musst nicht quasi im absoluten Feld in der Countryside mit einer Maske rumlaufen. Einigen uns darauf, dass im Moment viel Chaos herrscht und einigen uns darauf, dass wir uns hier gerade nicht ganz einig werden.